Hallo und willkommen zurück zu Fairy Tale. Wir wollten, glaube ich, mal mit Sting reden, was der so für eine Hintergrundgeschichte hat. Und wahrscheinlich können wir ihn dann auch mit ins Team nehmen, wie die anderen auch. Froschjagd. Ah ja, genau, Frosch. Ich mag Frosch. Die Katze Frosch. So, jetzt müssen wir erstmal auf Exkursion gehen. Wir haben die Cutscene ja schon vor ewigen Zeiten irgendwann mal gesehen, wo diese Mission eingeläutet wurde. Das hier hat jetzt nichts mit der Mission zu tun, aber ich will, wo ich das hier gerade sehe, nochmal das Upgrade-Material hier mitnehmen. Ja, komm. So, dann können wir noch mehr Leute mit der linken Hand einsammeln. Und jetzt wollen wir hier hin, okay. Achso, müssen wir hier noch irgendwas freiräumen? Nee, ne? Ne. Der hat heute auch schlechte Laune, oder? Ja, einen spare ich mir auf. Ich will gleich noch irgendwo hin, wo wir noch was freiräumen müssen. Echt krass, wie viel Schaden Gray macht verglichen mit Wendy. Okay, Hardfang haben wir nur 3 Stück von. Das ist gut, dass wir es gelootet haben. So, jetzt haben wir einen seltenen Frosch gefunden. Und aus irgendeinem Grund möchte Rogue den gerne haben. Ich will aber R1 nochmal eben auslösen. Ich glaube, hier können wir noch irgendwas freiräumen. Genau, ganz hinten. Naja, müssen wir durch. Alles total verwinkelt hier. Nö, ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Sonst kämpfe ich hier eine halbe Stunde lang, nur um an den Zielpunkt zu kommen. Also wenn ich hier alle Monster mitnehme. Wir werden ja gleich kämpfen, aber die Monster werden ja auch noch gebraucht. In dem Link-Angriff. Wusel, wusel. Oh. Nein, wir geben nicht unser Bestes, wir geben unser Bestes im Weglaufen. 30.000 Damage oder mehr. Nee, das will ich eigentlich nicht. Ich bin hier falsch. Ah, das ist blöd. Warte, dann kommt mal ein so ein Viech hier bitte rüber. Hallo? Hallo? Ah, das geht wieder nicht.
Ich muss von der anderen Seite rankommen. Okay. Also nochmal hier rum, darum. Nochmal ein wenig weglaufen. Ich drücke. Laufen, laufen, laufen. Dann können wir auch hier das Upgrade-Material mitnehmen. Achso, du willst bekämpft werden. Dann machen wir das gleich auf dem Rückweg. Warte mal. Das war vielleicht noch ein bisschen früh. 35 können wir jetzt. Da bin ich mal gespannt. Ist ja dicht gedrängt hier alles. Oh, Level 56. Das wird heftig. Und ich habe Attack Buff vergessen. Mist, 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 Mist. Ich hoffe, das reicht jetzt trotzdem noch. Ich fürchte, das reicht denn nicht. Wenn wir eine 10er-Chain schaffen, dann schon. Aber ich kann ja jederzeit unterbrochen werden, hier die Kette. Jetzt der Finisher doch, es reicht. Komm, du schaffst das, Skadil. Aber die Monster haben überlebt. Krass, krass, krass. Oder mussten wir hier mehr Schaden machen als 80.000? So, einer ist noch übrig. Ja, Level up, Level up. Aber ich will wissen, ob wir das Ding zerstört haben. Nee, weil ich zu dämlich war. 100.000 Schaden, ja? Schade. Das heißt... Ja. Jetzt sind die Leute ja auch alle weg. Das ist blöd. Das müssen wir nochmal machen zu einem anderen Zeitpunkt dann. Sorry. Nee, du machst Attack Buff. Alles Resist.
Ist alles doof. So, jetzt können wir Bericht erstatten. Das finde ich übrigens ein bisschen schade, dass die Story jetzt hier so unterbrochen war. Vor mehreren Folgen hat Rogue seine Story hier begonnen. Ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr daran erinnern, was wir tun sollten. Und jetzt haben wir es halt abgeschlossen. Wo die Story dann gleich weitergehen wird. Ich mache eben Upgrade. Das hätte ich halt besser gefunden, wenn es nicht vorher diese Story-Sequenz gegeben hätte, sondern erst dann, wenn man die Leute anspricht, die Story auch beginnt und man sie dann zu Ende führt, in einem Abwasch. Und nicht die Story beginnt, dann macht man mehrere Stunden was anderes und dann führt man sie zu Ende. Ist halt blöd. Ist der für mich? Rogue, das ist der Frosch, nach dem Fro gesucht hat. Was wirklich? Der ist es. Ah, der ist so süß. Wir können den an der Gilde behalten, oder Rogue? Ich werde mal mit Sting drüber reden. Frosch, du kümmerst dich aber um ihn, oder? Ja, Frosch macht das. Frosch wird Frosch Bestes geben, um diesen Frosch in einen erwachsenen Frosch zu verwandeln. Ja, Kaeru dakara mou otona. Ja, so da na. Majime ni sewa wo sureba. Ein Frosch ist ja bereits erwachsen. Aber nein, du hast recht. Gib dein Bestes und ich wette, es wird ein feiner Frosch aus ihm. Der darf dann auch mitmachen bei Sabertooth, oder? Ah, nareru sa. Sa, kaette minna ni houkoku da. Minna no hannou ga tanoshimi da na. Ja, natürlich. Gehen wir also zurück und erzählen allen Leuten davon. Ich möchte mal sehen, wie die Gilde darauf reagiert. Wird es Frosch wieder gut gehen? Erledigungen ganz alleine machen? Mach dir keine Sorgen, Frosch ist ein Mitglied unserer Gilde. Frosch kann auch alleine Botengänge machen, kein Problem. Aber es ist schon eine Weile her, dass er weg ist. Und er ist nur nach Krokus gegangen. Sollte also nicht so lange dauern. Ich sollte wahrscheinlich nachsehen, was aus ihm geworden ist.
Er ist ja schon, oder hat sich ja früher schon mal verirrt. Ja, Kuroshi mo kitto oretachi ni hitori demo daijoubu tte tokoro o misetakattan da to omou. Nein, Frosch möchte uns wahrscheinlich zeigen, dass er alleine zurechtkommt. Dakara ore wa shinjite Frosch no kaeri o matsu. Aitsu nara zettai hitori de kaereru. Und deshalb glaube ich an ihn. Frosch wird auf jeden Fall zurück nach Hause kommen. Bist du da sicher? Gut, dann schauen wir mal, was aus Frosch geworden ist. Frosch ist fertig mit Einkaufen. Frosch hat alles gekauft, was Frosch kaufen wollte. Aber Frosch findet den Weg nicht zurück nach Hause. Aber Frosch muss wieder nach Hause. Frosch muss sich wirklich extrem bemühen, damit Rogue sich keine Sorgen macht. Rogue wartet da drüben? Okay. Frosch läuft also da lang. Ja, Frosch wird Frosch Bestes geben, weil Frosch ein Mitglied auch ein Mitglied von Sabertooth ist. Frosch wird es alleine nach Hause schaffen. Okay, das war mal einfach. Uns ist hier nichts zu erledigen, okay dann. Frosch, Gott sei Dank, du bist alleine zurückgekehrt. Ja, da hattest du wohl recht, Rogue. Gut gemacht, Frosch. Ja, gute Arbeit, dass du deine Besorgung ganz alleine hinbekommen hast. Ehrlich gesagt musste Frosch aber eine wirklich nette Person um Hilfe bitten. Frosch hat sich wieder verlaufen. Trotzdem, die Tatsache, dass du in der Lage warst, nach dem richtigen Weg zu fragen und es dann ganz allein nach Hause geschafft hast, ist schon fantastisch. Du warst diejenige, die Frosch geholfen hat, oder? Dankeschön. Wie der Charakter hier nicht eingeblendet ist, weil man ja hier mit jedem Charakter spielen kann.
Also diese Quest konnte ich ja mit jedem machen. Nats, wir müssen unbedingt einen Job gemeinsam machen. Ja, klingt prima. Also klar, welchen wollen wir denn machen? Nats und Sting verstehen sich richtig gut, oder? Ja, die beiden haben ja nonstop im Turnier gekämpft. Da haben sich jetzt ja wohl zwei gefunden. Selbst zu Hause redet Sting immer noch über Nats. Einst Feinde, jetzt kämpfen sie Seite an Seite. Alles ist besser, als einen ewigen Groll zu hegen. Hey Sting, warum bist du hier nochmal bei Fairy Tail? Oh, Rogue, perfektes Timing. Wir drei sollten unbedingt einen Job gemeinsam machen. Jetzt mach doch mal Pause. Bist du jetzt der Gildenleiter von Sabertooth oder nicht? Was tust du denn hier? Vernachlässigst deine Gilde und kommst einfach hierher? Ich vernachlässige hier überhaupt nichts. Ich kümmere mich gut um die Gilde. Das hier ist nur extra Training. Wieso streitet ihr beiden denn? Lass doch gut sein. Halt du dich da raus. Ach herrje, du weißt aber schon, dass das hier unsere Gilde ist, oder? Ach, am besten lassen wir die in Ruhe. Ich sag dir nur, du solltest bedenken, welche Position du inne hast. Du könntest auch ganz leicht bei Sabertooth trainieren. Oder mit mir. Ja, aber Sting möchte halt auch gerne in der Nähe von Nats sein. Sind halt Freunde. Ich verstehe meine Position durchaus. Ich versuche extra stärker zu werden für die Gilde. Das ist natürlich eine Ausrede, damit er hier bei seinem Freund sein kann. Und Rogue ist jetzt eifersüchtig, ne? Weil das Ding nicht mehr so viel Zeit mit Rogue verbringt, sondern auch mal wieder Zeit mit Nats verbringt. Also was, willst du damit sagen, du verlässt dich mehr auf Fairy Tail als auf mich? Gerade du solltest nicht unterschätzen, wie stark Nats ist. Hört auf zu streiten. Also, was hältst du davon? Kämpfen wir, nur du und ich. Wenn ich gewinne, hörst du auf, hier bei Fairy Tail abzuhängen. Ja, und was schlägt dir vor? Wollen wir das direkt hier austragen? Nein, wir werden das hier benutzen. Ich habe gerade diesen Job hier angenommen. Und das wird die Entscheidung. Ein Auftrag zur Monsterjagd. Okay, also die Person, die das Ziel zuerst besiegt, gewinnt. Okay. Ja, das ist die Idee.
ただし一つ条件がある。俺は夏さんと組んでやらせてもらう。Ja, kein Problem. Ich habe nur eine Bedingung. Ich nehme Nuts ins Team. Nani? Do you zumori da? Was hast du vor? Omae wa sakki Nuts-san o baka ni shita. Dakara omae ni oretachi futari no chikara o misete yarun da. Du hast Nuts bereits zuvor unterschätzt. Und jetzt zeigen wir dir mal, wie stark wir gemeinsam sind. Oder, Nuts? Na, ise. Nanka tanoshi sou da. Ja, warum nicht? Das klingt nach Spaß. Omae mo dareka to kombi o kunde ise, Rogue. Kono mama ja fukouhei da shi na. Rogue, du kannst dir natürlich auch einen Partner schnappen. Es wäre sonst nicht fair. Baka ni suru na. Ore wa hitori demo omae tachi ni katte yaru. Jetzt bist du derjenige, der mich unterschätzt. Ich werde euch beide ganz alleine besiegen. Gihi. Omoshiroi koto ni natte kita na. Oh, jetzt wird's langsam interessant. Ich werde Rogues Teampartner. Gajil, ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Ich kann das auch ohne deine. Ich helfe dir, weil ich es so möchte. Ich habe noch was mit Salamander zu regeln. Ja, das klingt doch prima. Feuerdrache und weißer Drache gegen Eisendrache und Schattendrache. Ja, mach nur. Heute klären wir das, Salamander. Hä? Hat sich diese Herausforderung jetzt irgendwie verändert? Okay, Laios, packen wir es an. Sono namae de yobuna. Ore wa Rogue da. Nenn mich nicht mit bei diesem Namen. Mein Name ist Rogue. Shikashi kono irai. Aber du weißt schon, dieser Auftrag. Dou shita? Kininaru koto demo aru no ka? Was ist? Stört dich irgendwas? Ja. Motomoto wa omae ga aibou o sasou tsumori dattan ja nee ka to omotta dake da. Nein, es ist nur, dass du ursprünglich wohl geplant hattest, die Mission mit einer anderen bestimmten Person zu machen, oder? Was, als ob? Komm, wir gehen. Wir müssen zuerst dort sein. Bevor er hierher gekommen ist, hat Frosch gemeinsam mit Rogue nach Sting gesucht. Ja, und dann habt ihr ihn ausgerechnet hier bei Fairy Tail gefunden. Kein Wunder, dass das hier im Streit geendet hat. Naja, mit mir hat das nichts zu tun. Gut, nur die beiden, kein Problem. Dann suchen wir mal an der Arcane Beach. Ich muss eben kurz unterbrechen. So, kann weitergehen. So, was haben wir zu tun? Wir müssen einer Person helfen. Wir haben dreimal Upgrade-Material hier zu finden. Und die Quest. Und wir haben ja auch noch Damage zu dealen. Also 80.000. Also Damage dealen können wir jetzt natürlich vergessen zu zweit. Klar. Also machen wir hier die Hauptquest. Die anderen sind zuerst da.
Das Salamander, er ist bereits hier. Verdammt, sie waren schneller. Wir mischen uns am besten direkt ein, Gajil. Na, da habt ihr beiden ja ganz schön lange gebraucht. Dieser Typ gehört uns. Packen wir es an, Natz. Was ist denn das? Direkt hinter uns, das ist... Es gibt also noch einen von der Sorte. Na, perfekt, der gehört an uns. Wow, das war knapp. Hey, warte mal, welcher ist jetzt welcher? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen. Wir haben keine Wahl, wir müssen gemeinsam kämpfen. Ja, das klingt nicht verkehrt. Okay, schnappen wir sie uns. Ja. Ach so. Blöde Formation. So, der Gebuffte ist schon mal weg, das ist gut. Achso, sind beide gebufft. Puh, es ist vorbei. Ja, ich schätze, unsere Challenge endet in Unentschieden. Ja, kann sein, aber eine Sache weiß ich jetzt mit Sicherheit. Du und ich, wir sind einfach das stärkste Duo hier draußen. Ich fühle mich einfach immer am besten, wenn ich mit dir zusammen kämpfe. Sting, du hast recht, das geht mir genauso. Ja, dann können wir doch gemeinsam stärker werden, Partner. Sting, Rogue, vergisst mich nicht. Genau, werden wir zu dem stärksten Team. Ja, wir sind wohl raus. Ach, das ist schon okay. Zumindest haben sie wieder Frieden geschlossen. Das hier ist denn wohl wirklich ein Unentschieden. Mir würde es nichts ausmachen, es hier auszutragen. Ach ja, ich nehme deine Herausforderung an. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Lass gut sein, ihr beiden, wir gehen nach Hause. Ja, noch nicht ganz. Ich muss noch Rohstoffe einsammeln. Ja, erstmal hier geradeaus.
Wie können wir dir denn helfen? Okay, das haben wir alles. Wir sollten es hinkriegen, auch zu zweit, oder? Oh ja, 3000 Heilung. Ja, zu zweit ist schon mal eine Nummer härter, muss man sagen. Und Rogue hat ja noch kein Lackfilmer ausgerüstet. Gut, die anderen Rohstoffe, die hole ich mir, wenn wir mehr Leute sind. Tut mir leid wegen vorhin. Ich habe die Fassung verloren und Sachen gesagt, die ich besser gelassen hätte. Nein, mir tut es leid. Verstehe bitte aber auch, dass meine Zusammenarbeit mit Nats zum Wohle der Gilde ist. Ja, ich habe das aus dem Kampf gelernt. Du bist stärker geworden und du willst stärker werden für die Gilde. Aber es wäre schon schön, wenn auch wir beide noch mal wieder gemeinsam auf einen Job gehen würden, ab und zu mal. Wirst du auf einmal sentimental? Naja, aber stimmt, wir haben in letzter Zeit keinen Job mehr gemeinsam gemacht. Ehrlich gesagt, war ich ein bisschen eifersüchtig, dass du so viel Spaß hast mit einer anderen Gilde. Rogue. So da. Omae mo Natsu-san tachi to shigoto shinai ka? Ore to omae de issho ni. Sag mal, Rogue, warum machst du nicht auch ein paar Jobs gemeinsam mit Nats? Du, ich und Nats, wir können doch zu dritt arbeiten. Was? Geht das denn? Mir macht das nichts aus. Ich sehe dich ohnehin schon als Freund an. Ja, scheint so, als ob die Dinge wieder interessant werden.
またこの4人で一緒に仕事しようぜ。Ja, selbst Nats und seine Freunde stimmen zu. Wäre das nicht abgefahren, wenn wir vier den nächsten Job gemeinsam machen? Ja, ab und zu mal einen Job gemeinsam schadet sicherlich nicht. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit, Nats und Gajil. Okay, machen wir mal Customize. Achso, genau, diese Zusammenstellung hatte ich, weil ich irgendwo mal viel Schaden machen wollte. Das behalte ich nochmal bei. Dann will ich das jetzt nochmal eben wieder versuchen. So, Questboard ist abgegradet. Wir können Rogue auch mal seine ersten drei Punkte geben. Seine ersten drei Sterne. Okay, also die Buffs halten jetzt eine Runde kürzer nur bei Rogue. Ja, ich will das nochmal mit den 100.000 Schaden probieren. Gucken wir mal eben, sind wir Lacrima technisch ausgestattet? Nee. Liegt daran, dass die Leute ja Level 40 geworden sind, da haben die einen Slot freigeschaltet. Ich gucke jetzt nur die Leute im Team nach. Ach so, egal, du kriegst auch Lack. So, dann noch mal wieder hierhin. Und jetzt muss ich nur an den Attack-Buff denken. Und vielleicht haben wir auch Glück, dass wir mit dem letzten Angriff Extreme Magic auslösen. Dann machen wir auch nochmal extra mehr Schaden. Ja, bin ich falsch, danke schön.
Nein, skip. Jetzt nicht singen, wir haben noch keine Zeit. So, dann hoffen wir das Beste. Die sind zuerst dran, das ist ganz blöd. Toll, das war's. Tot. Wir sind alle tot. Wir sind sowas von tot. Oh, danke. Wir sind doch nicht tot. Was? Wir sind doch tot. Warum sind die zuerst dran? Das war doch eben nicht so. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich versuche es mal. Vielleicht klappt es. Wenn wir haben ja genug Items. Ja, wir können nicht mehrere Allies wiederbeleben. Nats ist immer zuletzt dran, glaube ich. Ich nehme jetzt mal Gray, dann kann Gray vielleicht noch die anderen wiederbeleben. Aber vielleicht sind die auch erst nächste Runde wieder dran. Wenn Gray ist erst nächste Runde wieder dran, dann sind wir wieder tot. Ne, Gray ist jetzt dran, das ist sehr gut. Dann belebst du mal Elsa wieder. Nats wieder. Tja, und jetzt haben wir keinen Buff. Ich kann also einfach nur hoffen, dass wir jetzt mit R1 mehr Schaden machen. Ich kann nicht warten, bis Wendy wieder dran ist, weil die Mods sonst alle zu Klump hauen werden. Extreme Magic ist zwar schön und gut, aber das kann ich erst nutzen, wenn wir bei Chain 9 oder 10 angekommen sind. Sonst schaffen wir ohnehin keine 100.000 Schaden. Dann kommen jetzt Extreme Magic. Nein! Doch, 100.000. Geil, geil, geil. Elsa, du bist die Beste. Aber die Vorhunzer sind noch nicht tot. Eventuell Heilung. Ich sollte zumindest Wendy heilen. Damit Wendy die anderen heilen kann. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen noch so aushalten. Ich könnte auch das Soothing Parfum nehmen, das ist mir aber sehr wertvoll. So. Yo, der macht direkt Wendy fast tot. Die 2000 Hitpoints, die wir ihr gegeben haben. Naja. Ich würde das jetzt gerne einfach schaffen. Also sie hat auch Revive, ja okay. Aber wir heilen jetzt alle, dann bleibt Elsa halt am Boden liegen. さて
Okay, die hatten gar keine Hitpoints mehr, hätte ich gar nicht heilen brauchen. Okay. 20.000 Erfahrungspunkte. Gut, so kann man natürlich, so gefällt mir auch das Grinden, wenn man mal eben 35 Feinde auf einmal besiegen kann. Sparkling Candy, ach so, genau dafür machen wir das. Das sind Süßwaren für Lucys Pet. Dafür machen wir hier diese Aufräumarbeiten. Atemberaubend. どこに行こうか。ここに行くぞ。 Gut, da sind wieder Freundschaftsevents möglich. Das machen wir nächste Folge. Jetzt gehe ich nur eben kurz zu Lucy, die Süßigkeiten abgeben, aber es reicht noch nicht. Einer fehlt noch. Für das nächste Buch. Ansonsten ist hier nichts, ne? Kein Event. Naja. Naja, okay. Ab zur Gilde. Hat man nicht Upgrade-Material jetzt hier gesammelt? Also das, genau, das hatten wir vorhin schon. Jetzt können wir noch Remodel sagen. Oder wir können nochmal Upgrade sagen. Genau, die Bühne Link Party, damit konnte man Freundschaft und so weiter machen. Das war auch wichtig. Warum waren hier noch Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Achso, wahrscheinlich, weil man da upgraden kann, oder ich weiß es nicht. Egal. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Ich denke, wir machen noch eine Mission, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, machen wir das hier. Das Krokus Relief Project. Geliebte Fairy Tale, werte Fairy Tales. Erlaubt mir, euch zu danken für eure Anstrengungen in den Grand Magic Games und eure Unterstützung in dem Kampf, der folgte. Das Schlimmste wurde vermieden, aber trotzdem wurde Schaden angerichtet. Der Wiederaufbau hat begonnen, aber ich fürchte, ich muss euch nochmal wieder herbeirufen. Wir brauchen eure Hilfe. Der König von Fiore, wenn der ruft, dann muss man natürlich folgen. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal Sting und Rogue mit. Auch ohne Lacrima ist mir jetzt egal. Ein Auftrag direkt vom König. Wir müssen uns sofort darum kümmern. Also, wir brauchen Holz, Zutaten und Blumensamen. Ja, ganz wichtig für ein
um einen Ort wieder aufzubauen, der als blühende Stadt gilt. Ja, Magnolia hat einen Großhändler. Da kriegen wir bestimmt Holz her. Einfach zum Baumarkt gehen. Ja, sie haben uns schon oft geholfen, weil wir so oft Sachen kaputt machen. Hier helfen die uns bestimmt auch, weil wir so gute Kunden sind. Und was das Essen betrifft, können wir einfach Monster jagen in den Hakebu-Bergen. Ich glaube nicht, dass wir extra dahin gehen müssen für die Jagd. Lucy, gibst du Elsa etwa Widerworte? Okay, nein, nein, gute Idee. Ich glaube, die Bürger von Krokus würden das begrüßen. Und Fairy Tail wird das Saatgut der Blumen von der Insel Tenro präsentieren als Zeichen unseres ersten Meisters. Nani? Warte, warum müssen wir so weit weg? Wir sollten einfach in der Nähe. Ruhig, Gray. Willst du etwa Elsa Widerworte geben? Ich meine, gute Idee. Was für eine großartige Art und Weise, Fairy Tail zu würdigen. Ja, ich freue mich, dass ihr beiden mir dazu stimmt. Wir müssen also keine Zeit verschwenden, hier noch weiter zu diskutieren. Wir brechen auf. Was? Okay, wir müssen es der Reihe nach machen. Also warte mal, da kann ich ja hier hin. Ja. Na, braucht ihr mal wieder Holz? Habt ihr wieder was kaputt gekriegt? Ja, normalerweise liebst du es doch, wenn wir vorbeikommen, weil du dann schnell Geld verdienen kannst. Was ist denn los mit dir? Naja, ein großer alter Golem blockiert die Straße von Shirotsume. Deshalb kriegen wir kein Holz mehr. Also tut mir leid, ich kann euch da heute leider nicht aushelfen. Naja, wenn wir uns um den Golem kümmern, dann kriegen wir doch das Holz, was wir brauchen, oder? Oh ja, ich hab ja beinahe vergessen, dass ihr sehr gut Sachen kaputt machen könnt. Ja, kein Problem. Das haben wir alles, erledigen wir heute. Okay, das wäre eine großartige Hilfe. Wir geben euch das Holz, sobald ihr euch um den Golem gekümmert habt. Oh, schön, dass wir direkt da sind. In 5 Runden macht er dicke Action, das müssen wir verhindern vorher. Oh Mann, das ist ein kleines Problem. Oh weia. Base Defense. Wir haben jetzt Gajil nicht dabei, der konnte immer die Defense vom Gegner runter machen. Das ist gut, er hat einen Attack Buff. Das Ding hat einen Attack Buff. Also Attack und Defense Buff. Mit Speed und Luck eine Runde verschwenden. Bringt jetzt, glaube ich, auch nichts. Speed vom Gegner reduzieren von mir aus. Jetzt haben wir noch 4 Runden. Aber bis dahin haben wir R1 aufgeladen. Das ist also kein Problem.
Na. Okay, waren auch nur 1000 Schaden. Hat einer eigentlich Awakening? Nee, ist alles ganz leer hier bei Awakening. Das wird sich auch nicht aufladen, weil wir das, was ich jetzt glaube ich nur auflädt, wenn wir Schaden bekommen. Machen wir das so. Decreases Luck, warum nicht? Yes, 2000 Schaden, der normale Angriff von Esa macht am meisten. Ist bei dir auch so? Ja, 1200 ist auch ganz gut. Jetzt haben wir R1 freigeschaltet. Sollten wir nutzen. Ja, wir haben ja die Buffs alle gerade. Ist wunderbar. Der hält echt gut was aus, muss man schon sagen. Das reicht noch nicht mal, ey, krass. Bei weitem nicht. Ja, ich habe ja auch Sting und Rogue ohne Lacrima mitgenommen, weil ich einfach überheblich war. Weil ich dachte, oh, die anderen Kämpfer haben wir auch alle so geschafft, was soll denn hier schief gehen? Aber nein. So, letzte Runde, die wir haben. Dann wird er uns komplett zermalmen.
Das wird ganz knapp. Jawohl. Wow, danke. Ja, danke schön, danke schön. Jetzt haben wir kein Problem mehr, an unsere Lieferungen zu kommen. Ja, und was das Holz betrifft? Ja, natürlich. Wo sollen wir es denn hinliefern lassen? Kannst du es zum Schloss schicken, nach Krokus? Oh, war das ein Auftrag vom König? Ihr seid wirklich hochgeklettert auf der Karriereleiter. Überlass es mir. Gut, prima. Die Quest ist doch ein bisschen länger, als ich vermutet hatte. Deshalb machen wir da mal in der nächsten Folge weiter. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.